Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du diesen Blumenkranz, diesen Vintage Summer Wreath, selber basteln kannst. Und das Schöne ist, mit ganz einfachen Materialien. Bevor ich das tue, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video veröffentlicht wird und klicke den Like-Button. Bevor du loslegen kannst, musst du dir erst einmal die ausdruckbaren Dateien herunterladen. Die findest du in dem Link zu diesem Video hier direkt drunter. Und hier siehst du sie auch schon. Einmal die Herzen und natürlich die Elemente, die du brauchst, um das Ganze so zu gestalten wie hier in diesem Video. Diese Elemente und Hintergründe habe ich aus einem digitalen Scrapbooking-Kit mit dem Namen Vintage Summer. Das kannst du dir natürlich auch holen. Das sind dann sehr viele mehr Hintergründe und Elemente noch drin, sodass du das auch komplett anders gestalten kannst. Und wenn du diese Sachen hast und dazu noch ein bisschen Klebe und eine Schere, dann kann es auch schon losgehen. Im ersten Schritt müssten wir erst einmal die PDFs ausdrucken. Das heißt, du doppelklickst auf dein PDF. In dem Fall hier habe ich das mit den Herzen angeklickt. Und es öffnet sich bei mir in Vorschau. Bei dir kann das in einem Adobe Acrobat Reader sein. Es kann aber auch in einem komplett anderen Programm sein. Das ist auch völlig egal. Wichtig ist, dass du es öffnen kannst. Und das kannst du spätestens mit Adobe Acrobat Reader, weil das ist kostenlos und du kannst es dir herunterladen und installieren. Und dann kannst du das Ganze ausdrucken. Dazu gehst du hier, ich jetzt hier auf Ablage und Drucken. Du wirst da einen anderen Menüpunkt vielleicht haben. Und gehst dann ebenfalls auf Drucken. Und wichtig ist, dass du dir jetzt hier die Qualität einstellst. Ich habe einen Canon-Drucker, du kannst jetzt einen ganz anderen haben, aber auch das spielt keine Rolle. Such einfach, welche Qualität, welches Medium du haben möchtest und dann kannst du auch schon loslegen. Ich wähle hier immer die Druckqualität hoch und auch nehme ein gutes Papier, heißt in dem Fall ein mattes Fotopapier, was einfach ein bisschen dicker ist. Und dann klicke ich einfach auf Drucken und das Ganze druckt sich aus und das mache ich auch nochmal für die Elemente. Jetzt schneidest du erst einmal alles aus, was auf deinem Papier ist, also sprich die ganzen Herzen und natürlich auch die Elemente. Ich habe hier mal erst alles ausgeschnitten, weil ich mir das erst zurechtlegen möchte, bevor ich anfange zu kleben. Du kannst das natürlich auch alles direkt nacheinander machen, das bleibt dir überlassen. Es ist eine gute Idee, erst einmal alles in einem Kreis anzuordnen, weil auf diese Weise siehst du nicht nur, wie es aussieht später, du hast auch die Möglichkeit, das noch zu korrigieren und vielleicht ein bisschen anders hinzulegen oder auch die verschiedenen Herzen auszutauschen. Du siehst, ich habe hier eine Reihenfolge genommen, erst das rote Herz, dann das grüne, dann das pfirsichfarbene und das blaue. Natürlich kannst du auch eine ganz andere Reihenfolge nehmen oder du legst alle drei roten zusammen, alle drei grünen zusammen und so weiter. Das ist auch wiederum dir überlassen, aber ich fand eigentlich ganz schön, dass es so eine Abfolge hier gibt. Ja, du siehst schon, ich klebe jetzt hier erstmal alles zusammen. Das Schöne hier ist, dass man es noch nachher etwas korrigieren kann. Dadurch, dass ich diesen Klebestift nehme, weicht das Papier nicht durch. Ist eher ein etwas dickeres Papier, aber dennoch. Und ich kann es dann noch etwas korrigieren. Das heißt, selbst wenn ja es nicht die richtige Rundung hat, kann ich immer noch ein bisschen nachjustieren und das finde ich jetzt hier gerade sehr hilfreich. Ja, soweit ist dann dein Blumenkranz auch schon fertig. Du kannst an dieser Stelle natürlich aufhören und es einfach so lassen, einen Faden dran machen und ins Fenster hängen oder aber auch noch mit den Elementen dekorieren. Du kannst natürlich auch komplett andere nutzen. Wie gesagt, du kannst dieses Digital Scrapbooking Kit bekommen und dann Elemente ausdrucken, die du magst. Ja, ich lege mir die jetzt auch wieder erst einmal hier drauf und schaue, wie das Ganze aussieht. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache, ob ich da jetzt ein paar Elemente drauf mache, aber sicherlich nicht so viele, wie ich hier liegen habe. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. In einem letzten Schritt machst du nun natürlich noch ein
Faden oder ein Band an deinen Blumenkranz. Du kannst das Ganze auch noch ein bisschen dicker machen, indem du die Elemente mit einem noch etwas dickeren Papier unterklebst und so kleine 3T-Pads darunter packst, dann kommt es ein bisschen mehr raus. Und wenn dem so ist, dann hängst du natürlich alles in dein Fenster. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss.